Einen schönen guten Tag, mein Name ist Johannes Zenglein und ich habe heute spektakuläre Bauwerke für Sie. Bauwerke, bei denen ich fast kollabiert bin, Bauwerke, die bis zum Himmel stinken und Bauwerke, bei denen es ein Wunder ist, dass sie überhaupt noch stehen. Und damit willkommen und viel Spaß bei Zengleins 10. Unser erstes Superbauwerk ist eine Ikone der Bauingenieurskunst. Die Silhouette des Fernsehturms. Seit Jahrzehnten das Markenzeichen der Landeshauptstadt Stuttgart. Matthias, das weiße Licht kommt näher. Seit 65 Jahren ist der Fernsehturm etwas Besonderes hier. Jeder, der in Stuttgart lebt, hat irgendwie ein Erlebnis am Fernsehturm gehabt. Also sei es der Schulausflüge, der erste Kuss, das erste Rendezvous. Also hier kann man sich unverbindlich treffen und kann sich gut gehen lassen. Also oben auf der Plattform ist im Sommer einer der, oder auch im Winter, also einer der romantischen Plätze von ganz Stuttgart. Nimmst du mich einmal mit zu einem romantischen Date auf dem Turm? Können wir das machen? Ja klar, gerne. Sehr schön. An dieser Stelle muss ich ein Geständnis machen. Wenn es um Höhe geht, habe ich ein bisschen Schiss. Ja, also ich habe eine besondere Überraschung für dich. Wir haben die Möglichkeit, den Aufzug vom Dach aus zu fahren. Und nutzen das, um eben Wartungsarbeiten hier im Turmschaft zu erledigen. Und ich möchte dich einladen, mal mit mir auf dem Dach nach oben zu fahren. Da ganz hoch? Ja. Wie schnell fahren wir da? Wir fahren langsam. Okay. Ja, das ist wie in so einem Actionfilm. Also oder? Das ist doch diese Mission Impossible Nummer. Man sitzt hier auf dem Fahrstuhl und dann ding, 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 ding. Also wo kann ich mich festhalten? An den Seilen. Also das sind die Tragseile. Ja. Da haben wir 6 Stück davon. Eins wird aufreichen. 5 Stück können ruhig kaputt gehen. Das soll bitte gar keins kaputt gehen. Pass auf die Türen auf. Die knallen jetzt zu. Die Aufzüge können nicht runterfallen. Also die werden gebremst. Also so ein Aufzug kann nicht abstürzen. Das heißt, in den ganzen Filmen, das ist Quatsch? Ja. Also das ist Quatsch, genauso wie diese Luke, wo man oben raussteigt oder so. Ist also auch Quatsch. Gibt es auch nicht in Wirklichkeit, also bei unseren Anlagen nicht. Oder die Anlagen, die ich kenne, da gibt es das komplette nicht. Leben von Tom Cruise ist eine Lüge. Das ist alles gelogen. Matthias, das weiße Licht kommt näher. Das mache ich auch nur mit dir. Die Fahrt bis zur Aussichtsplattform auf 150 Meter Höhe dauert 36 Sekunden. Der Aufzug beschleunigt auf bis zu 5 Meter pro Sekunde. Und zu viel versprochen? Nee, war super. Ich halte die rechte Tür hier fest. Ja, das wäre nett. Oben erwartet mich eine windige Überraschung. Oh nein, ist doch nicht so schön, Matthias. Es ist doch nicht so schön, wie ich gedacht habe. Ja, also ich habe dich ja schon ein bisschen gewarnt. Also ja. Du hast wirklich den schönsten Arbeitsplatz der Welt. Ja, das Wetter ist immer wieder spannend. Also. Und ich möchte dich einladen. Auf meinen Lieblingsplatz eigentlich. Dein Lieblingsplatz? Ich genieße es immer wieder, ja. Wo also, ist der denn? Der ist ein Stockwerk höher noch. Und jetzt ich kann übersteigen. Ich schau mal, wie du es machst. Ja, okay. Also ist nichts dabei. Es ist sehr windig, Matthias. Ja, du kannst erwarten, das wird gleich noch schlimmer. Ja, das ist super. Weil umso spannender wird es. Dann geht es rauf auf 157 Meter, was nicht ohne ist. Ja, herzlich willkommen. Das ist dein Lieblingsplatz hier oben? Genau, bei jedem Wetter die beste Aussicht. Die Aussicht ist wirklich grandios, das muss man sagen. Und manchmal, wenn ich die Schnauze von allen voll habe, wenn ich gestresst bin und mal wieder einen klaren Kopf brauche, dann lasse ich mich hier ein bisschen durchwehen. Man kriegt auf jeden Fall einen klaren Kopf. Ja, das ist schön. Also da wird man frei geblasen. Seit 15 Jahren ist der Fernsehturm übrigens ein reiner Radioturm. Egal, er bleibt ein Meisterwerk. An der Mosel liegt eine Social-Media-Sensation. Kein Gebäude im Südwesten wird öfter geliked, geshared oder gehashtaggt. Die Burg Elz. Jetzt habe ich den Schlüssel. Jetzt bin ich nämlich der Burgherr. Yvonne Ferrer und Jeremy Grube sind Instagram-Profis. Unser Ziel am frühen Morgen, das perfekte Foto. Sag mal, hier müssen wir aber eine Frage beantworten.
Warum 6.30 Uhr? Warum nicht 9.30 Uhr? Nach dem Frühstück. Ja, tatsächlich ist es manchmal noch früher. Es kommt ja wirklich darauf an, wann irgendwie die Sonne denn auch über den Berg kommt und so. Das ist ja immer unabhängig. Ja, also frühmorgens ist das Licht besser und weniger Leute. Okay, weil wir haben schon gesehen, hier sonst ist die Brücke ja komplett voller Menschen. Ne? Und was ist euer erster Eindruck hier von der Burg Eltz? Kann man aus der was machen? Auf jeden Fall. Siehst du da vorne diese zwei, also hier dieser Durchgang hier vorne, ne? Ja. Und dann könnten wir das Stativ gleich von so untersichtig stellen. Und dann stellst du dich auf die Kante rauf und springst dann halt so rüber. Und ich stehe dann da unten. Also so einen Meter von der Mauer weg und sich dann zur Mauer hindrehen. Yes. Seit mehr als 850 Jahren thront die Burg über dem Flüsschen Eltz. Eine Location wie für Instagram gemacht. Das war zu früh, mein Schatz. Das ist so cool. Das hast du sofort gesehen, dass das nichts war, oder was? Ja, du merkst, du hörst ja das Piepsen. Ja. Okay, dann sag du mir Bescheid, ja? Dann gib du mir das Timing an. Ich höre das nicht. Das Foto, das muss ganz spontan sein. Wir machen da nicht viel Arbeit. Wir nehmen das einfach so, wie es kommt. Ja, bei solchen Sachen, bei solchen Sprungsachen und sowas. Da muss man. Das ist echt. Warte. So. Das war doch nicht so krass. Eins, zwei, drei. Und jetzt fangen wir dich. Oh je. Guck mal einmal ganz kurz. Ja. Ja, aber guck mal, das ist doch schon. Das ist cool. Das ist, letztendlich ist ja das Ganze hier auch entstanden bei uns aus einer ganz anderen Motivation. Also wir haben irgendwie vor der Kamera gearbeitet, wir haben unser Schauspielding gemacht, das hat sich alles weiterentwickelt. Wir wollten unbedingt immer reisen. Reisen war für uns immer das Größte und die größte Passion und Leidenschaft, die wir halt einfach ausüben wollten. Und dann kam das irgendwie alles. Das war auch bevor irgendwie Instagram und Facebook und so irgendwie diesen Stellenwert hatte. Und auf einmal passierte das, dass es irgendwie immer größer wurde und sich immer weiter ausgedehnt hat. Und nachher war man auf einmal in diesem Moment und dachte sich, krass, was ist hier eigentlich über die letzten Jahre passiert so? Jeremy Grube und Yvonne Ferrer sind erfolgreiche Influencer. Sie lassen ihre Follower am Alltag teilhaben, machen dabei aber auch Werbung für Produkte und lassen sich für Posts bezahlen. Auf Reisen zu sein, ist für sie fast immer auch Arbeit. Manchmal ist auch das erste Foto, manchmal ist es auch das 20. Ja, ganz unterschiedlich. Oder halt, wenn man Reihenaufnahme macht, sind es auch mal schnell 200 Fotos, wenn man dann... Ach, wie viel haben wir jetzt gemacht? Soll ich mal schauen? Wir haben 111. Die Ausbeute des frühen Morgens, drei Instagram-Fotos für die Follower. Mit der Burg Eltz und mit mir als Kulisse. Wie viel Privates gebt ihr dann von euch preis und wann ist auch mal der Punkt erreicht, wo ihr sagt, Feierabend? Ehrlich gesagt, alles an Privates, fast. Seine Privatsphäre teilt auch der Besitzer von Burg Eltz mit Hunderttausenden und lädt sie sogar zu sich nach Hause ein. Guten Tag, hallo. Herzlich willkommen. Wie begrüßen wir uns? So werden wir das machen. Mit der Brofist, wunderbar. Ja. Ich bin Johannes Zenglein. Ich bin Karl Eltz. Ich sag einfach Karl Eltz oder noch ein Graf davor? Also die sagen, Berliner Protokoll sagt Graf Eltz. Kein Herr, kein Zug, kein Doktor, einfach Graf Eltz. Und mit Graf Eltz ist es auch getan? Damit ist alles getan, alles getan. Na, schaff ich's? Ja. Dankeschön. Bitte sehr. In der 33. Generation ist Graf Eltz der Burgherr. Jetzt habe ich den Schlüssel, jetzt bin ich nämlich der Burgherr. Ist das so, wer den Schlüssel hat, dem gehört die Burg? Also symbolisch ja. Symbolisch ja? De facto. Oh, jetzt ruinieren Sie es doch nicht. Burg Eltz ist im Grunde ein mittelalterliches Mehrfamilienhaus. Im Jahre 1268 teilten sich drei Linien. Der Goldene Löwe, die Kempenicher, also meine Linie. Der Silberne Löwe, die Rübenacher, die gibt es auch noch. Und hier ist die Rodendorfer Linie, die ursprünglich die mit den Büffelhörnern hieß. Und die haben sich eben hier Häuser gebaut, oder genau gesagt Türme gebaut, um hier zu wohnen. So. Eine persönliche Führung mit dem Grafen. Ein unvergessliches Erlebnis. Das ist also die Zeit 1451.
Wie diese unteren fünf sind die ältesten Kanonenbolzen der Welt. Das ist nämlich eine Uhr aus dem Jahr 1492. Im Wesentlichen ist es noch 1470. Ein Wasserklo aus dem Jahre 1311. Übrigens, das ist eine original schwedische Waffe aus dem Jahr 1326. Diese kleine Kanone. Die kleine Kanone. Wie stehen Sie denn zu dieser Social-Media-Popularität? Wir lieben es, weil durch diesen Instagram-Boom, diese fast 100.000 in der Zwischenzeit Hashtags, die wir da haben, haben wir eine Klientel zwischen 15 und 35, die dazugekommen ist und die plötzlich etwas damit anfangen kann. Fast 900 Jahre Geschichte als Hintergrund. Das perfekte Foto. Unser nächstes Superbauwerk wird gerade für die zukünftigen Jahrhunderte errichtet. Möge die Bahn mit uns sein. Zwischen Stuttgart und Ulm werden hier die Züge die Schwäbische Alb hinauf und hinabrasen. Ich grüße Sie. Guten Tag, Johannes Zenglein. Servus, Ego Seidmann. Hallo, Herr Seidmann. Ich kriege heute eine kleine Brückenführung. Ja? Ja, richtig. Sie haben es bestellt. Ja, ich aber kriegen Sie heute. Es ist tatsächlich so, Sie sind der Big Boss der Brücke hier. Ja, ja, ich bin verantwortlich seitens Deutsche Bahn für das Projekt, was Sie hier vorne sehen. Diese schöne, perfekte, geformte Brücke. Ohne Mängel, alles optimal. Wird alles beseitigt, falls mangelhaft ist. Das heißt, Sie sind der Projektleiter? Richtig, für seit das Bauwerk. Seit Anfang an? Seit 2012. Dort ist Stuttgart und dort ist München zur Orientierung. Mhm. 500 Meter lang und 85 Meter hoch. Irgendwie noch was anziehen vor, Sicherheitsaspekt und so? Ja, Sie müssen unbedingt Sicherheitsausrüstung, PSA heißt das, Personenschutzausrüstung anziehen. Auf jeden Fall Schuhe, Ihre Schuhe passen nicht. Verstehe. Sie brauchen auch eine Weste und Sie brauchen auch einen Helm. Ja, da ist. Haben Sie ein Auto? Ja. Ich bin da streng, weil so eine Brücke, das ist PSA. Sie wissen es ja. Ja, ich weiß Bescheid, ich habe aufgepasst. In nur 7 Sekunden werden ICEs diese besondere Brücke überqueren. Sie sehen auch, dass das Bauwerk sehr schlank ist. 8,40 Meter, nur 8,40 Meter ist es fahrbahnbreit. Also für Eisenbahnbrücke ist es sehr schmal und schlank. Mit 85 Metern ist die Vilstalbrücke die höchste Bahnbrücke im Südwesten. Dankeschön. Sie gehört zum Bahnprojekt Stuttgart 21 und wird die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm um 15 Minuten verkürzen. Zumindest nach Fahrplan. Und los geht's. Los geht's. Hoi. Der Fahrstuhl ist pünktlich abgefahren. Ist ja bei der Deutschen Bahn auch. Also, das war ein schlechter Spaß. Ja, ja. Schlechter Spaß. Ich verstehe Spaß. Ja, das ist gut. Ich verstehe Spaß. Ich mag ja auch die Bahn. Wir bauen, wir fahren keinen Zug. Ja. Und Sie sind seit Anfang an dabei? Seit 2013 sind wir vor Ort mit der Realisierung. Das heißt, wenn die Brücke fertiggestellt wird, 2022? Dann bin ich arbeitslos. Nein, aber dann sind Sie fast ein Jahrzehnt beschäftigt. Damit. Ja, das auch. Boah, Mann. Aber lieber nicht nach dran denken. Ja. Nee, nee, um Gottes Willen. Ja. Okay. Bei so einem Großprojekt, da wird es sicher auch Momente geben, da denkt man sich, wisst ihr was, macht's alleine, oder? Also. Es gab sehr oft. Also fast jeden Tag gab es solche Momente. Wirklich. Das ist ehrlich, das verstehe ich. Ja. Ehrliche Antwort, fast jeden Tag. Aber wenn es funktioniert und wenn du hier stehst, ja, und das haben wir doch gebaut. Ja, und das steht dann die nächsten 100 Jahre mindestens. Ja. Ja, die werden so ausgelegt für Lebensdauer 100 Jahre. Mhm. Dann ist natürlich, man ist stolz drauf und man vergisst alle negativen Erfahrungen und Erlebnisse und dann bleibt nur in Erinnerung nur was Gutes. Alle 6 Wochen kommen 50 Meter neue Brücke dazu. Man betoniert immer 50 Meter, also Brücken sind 500 Meter lang. Ja. Das heißt, wir haben immer 10 Betonierabschnitte, 50, 50, 50. Das heißt, diese Maschine klettert nach vorne, sie wird fortbewegt mit diesem großen Hydraulikzylinder da vorne. Sehen Sie hier rechts? Und es wird betoniert. Im Mai 2021 hat die Brückenbaumaschine ihr Ziel erreicht. Jetzt müssen nur noch die Gleise verlegt werden. Ein gigantisches Teil. Vielen, vielen Dank für die Führung. Sehr gerne. Ich habe auch keine schlechten Witze über die Bahn gemacht und Verspätungen so. Haben Sie doch gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe einmal, weil der Fahrstuhl, der kam nicht. Naja.
53 Millionen Euro wird die Brücke übrigens kosten und dann mindestens 100 Jahre halten. Hoffentlich. Der Grundstein für unser nächstes Supergebäude wurde 1377 gelegt. Johannes, hi. Florian Gumbo. Florian, nimmst du mich einmal mit nach oben? Ja, klar. Wie viele Stufen sind's? Also von hier sind 768 bis ganz oben zur Ganzgalerie. Und wie viel können wir gehen? 768, also wenn du das schaffst. Okay, du nimmst mich mit. Ja, ja, klar. Und zweimal trägst du mich. Genau. Komm. Also, fangen wir an. Bitte. Also, los geht's. Und so geht das jetzt 768 Stufen? Vorsicht, Kopf. Ja. Ach, guck mal, hier gibt's vor allem ganz klare Handlungsanweisungen. Der Turm gehört zum Gotteshaus. Die Besteiger werden gebeten, sich würdig zu verhalten. Ja, muss man manchmal den Leuten auch sagen. Ja. Ist so. Warum? Weil sich manche einfach erziehen können, Anstand und sich einfach unflätig benehmen. Und dann sage ich, halt Jungs, wir brauchen da oben nicht rumschreien, wir brauchen nicht anfangen Bier trinken oder... Die Leute steigen auf den Ulmer Münster, ja, und nehmen was zum Saufen, ja, mit? Ja, alles. Okay. Die bieseln da auch in die Ecke. Was? Mir hat schon ins Treppenhaus geschissen. Was? Ja klar, darum haben wir oben Katzenstreu, weil es dann nicht am einfachsten zum Aufputzen. Ja, das ist nicht... Aber es ist so, was soll ich sagen? Ich weiß so. Das Ulmer Münster ist das größte evangelische Gotteshaus Deutschlands und hat mit über 161 Metern den höchsten Kirchturm der Welt. Ich habe eine Sache übrigens nicht verraten. Ich hab so ein bisschen ein Problem mit Höhe. So ein bisschen. Ja gut, aber jetzt sind wir erst auf 25 Meter. Nee, ich wollte es nur sagen, dass, ja, ja, du es weißt. Also wir machen uns jetzt warm, und ja, hätte ich gesagt, machen wir den nächsten, ja, Schritt, sonst kommen wir nie auf. Weil du wirkst nicht wie so der Sozialpädagoge, deswegen wollte ich schon mal sagen, dass du nett zu mir bist. Ja. Komm, wir gehen hoch. 1 Million Menschen kommen jährlich ins Münster. 150.000 wagen den Aufstieg auf den Turm. Jetzt laufen wir erstmal im Kreis rum, zum Warmmachen. Wir müssen uns nicht warm machen. So, guck da, alles fest. Oh. Alles hält, Alter. Wie hoch sind wir jetzt? Bis hier sind es 560 Stufen. Ich fühle mich gerade wie eine ganz schlimme Memme. Aber das macht mir echt was aus. Ja. Ich muss mich gerade konzentrieren. Und dann laufen wir hier den Treppenaufgang nochmal 208 Stufen hoch und dann sind wir oben auf 143 Meter. Das kannst du knicken. Das ist ein Witz. Nee, jetzt mal ernsthaft. Da geht's hoch. Ganzgalerie. Da oben. 143 Meter. Ich hab's nicht gebaut. Die letzten Schritte. Eine luftige, enge Wendeltreppe. Ich find's jetzt doch ganz gut, dass du mich überredet hast. Das geht den meisten Leuten so. Ich habe manchmal welche auf 70 Meter, die dann schon überhaupt gar nicht wollen und alles so hoch und willst jetzt anschauen. Dann sage ich, geht's hoch. Ihr werdet echt belohnt mit einer ganz tollen Aussicht und mit einem ganz tollen Gefühl. Guck, du bist doch jetzt auch stolz, oder? Ich bin stolz. Ja, guck, also wir sind stolz auf dich. Ich hab vielen Dank. Weil auf dem Münsterturm tatsächlich Gefahren lauern, übt die Ulmer Feuerwehr mindestens einmal im Jahr die Höhenrettung von Verunglückten. Zum Beispiel heute. Der Einsatzort liegt auf 70 Metern Höhe und das Übungsobjekt bin ich. Hört mal her, der Johannes wird jetzt der Patient sein, wird kurz vom Rettungsdienst versorgt und dann übernehmen die Höhenretter. Niklas hat das Kommando. Was haben Sie gemacht? Mich hat so ein völlig verrückter Turmwart, hat mich hier rumgehetzt und deswegen habe ich mir hier Knöchel umgeknickt. Während die Sanitäter mich erst versorgen, wird das Equipment fürs Abseilen fertig gemacht. Ah, Leute. So, du kannst theoretisch das liegen lassen einfach. Oh. Gehst wieder zu deinem Seil. So, noch einmal Boden unter uns. Dann Flaschenzug anziehen. Oh. Ist noch was unter mir oder ist nichts mehr unter mir? Oh, wie es zieht. Oh, jetzt zieht's ja richtig. So, dann einer hier an den Griff mit hin. Jetzt war ich so lange nicht mehr in der Kirche. Bin einmal wieder in der Kirche und dann das.
Wenn irgendwas sein sollte, dann... Dann beide Seile langsam ab. Ja. Und ganz unten ist so ein Kranz. Da musst du gut durchzirkeln, sonst bleibt es hängen. Ab und wir können ja unten aber nochmal Stopp sagen. Niklas, wie oft hast du das schon gemacht hier? Das ist mein erstes Mal. Das ist dein erstes Mal? Das sagst du mir jetzt? Da sind wir ganz runde vor, ja. Das erste Mal ist immer anders. Ja, vielen Dank für die klugen Sprüche von oben. Das ist ganz gespenstisch, hier durch das Ulmer Münster wirklich Meter für Meter zu fahren. Gerade haben wir die Glocken passiert. Oh, jetzt wird es ja richtig eng. Oh, alter Schwede, das ist ja richtig krass. Ich werde das Ulmer Münster nie wieder aus so einer Perspektive sehen. Das müsste die Orgel sein. Ja, das ist die Orgel. Das ist die Orgel von hinten. Mal hier auf dem Orgelboden oder wie das heißt. Halleluja. Oh, oh, das war Absicht, oder? Komm vor. Noch fünf. Noch zwei. Nach wenigen Minuten in Sicherheit. Gott sei Dank. Und der Ulmer Feuerwehr. Patient hat wirklich Kontakt. In Bad Wildbad steht der Mount Everest aller deutschen Treppenläufer. So, die Hälfte ist geschafft. Und die Sonne brutzelt mich. Und Verena ist auf und davon. Da wollen wir hoch, oder was? Ja. Wie viel sind das? Wie viele Stufen? Nee, ich glaube, es sind fast 2000 Stufen, oder? Ja, ja. Die längste Treppe in Deutschland. Aber ich meine, du bist jetzt ja die schnellste Treppenläuferin in Deutschland. Also ich habe Sport studiert. Das heißt, da ist natürlich sehr vielseitig auch die Ausbildung mit dabei. Und immer viel Laufsport schon. Laufsport, Inlineskaten, ja. Gut, dann lege ich meine Treppenlaufkarriere jetzt in deine Hand. Wie fangen wir an? Wir gehen los. Wir starten. Bist bereit? Mental irgendwie einmal. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Ja, ich weiß nicht, warum. Um was mit Gedanken. Zentrieren. Zentrieren. Nochmal zur Ruhe kommen. Genau, deine Vision. Stell dir vor, wie du oben an der Treppe ankommst. Ganz entspannt. Ich habe die Vision, dass ich oben ganz entspannt ankomme. Mal schauen, was funktioniert. Was soll. Du sagst zu mir, ich soll meine Vision entwickeln, dann sage ich meine Vision, dann sagst du mal gucken, ob es funktioniert und zerstörst meine Vision. Das war doch deine Idee. Glaub an dich, egal was andere sagen. Ja, glaub toll. An dich. Okay, gut, ja? Dann fangen wir an. Okay. Jede Stufe, erstmal gehen. Gehen. Ach, wir laufen gar. Okay. Nein, wir gehen erstmal. Ja, und so ist das ja entspannt. Ja, ja. Ja. Das ist ja wie Urlaub. Mal schauen, wie lange der Urlaub dauert. Jedes Jahr findet hier der legendäre Wildbader Steffeleslauf statt. Muss der Körper recht aufrecht sein, oder? Ja, so nach oben. Du willst nach vorne oben. Ich will also nach nicht vorne. So. Du, mir fällt tatsächlich überraschenderweise eine Frage ein. Ach so, eine Überraschung. Komm, dann rede. Ja. Wir können reden und gehen. Doch wir können nicht reden und gehen. Jetzt schon. Ja, was ich fragen wollte, ist auch eine wichtige Frage. Wie trainierst du denn sowas? Du kannst ja nicht immer hier bei der Bahn laufen. Nein, im Treppenhaus. Bei dir zu Hause? Ja. Bist du noch da? Ja. Oh, das ist ja teuflisch, ey. Es wird schon steiler, gell? Oh, ey. Wie war noch mal deine Vision? Was war meine Vision? Achso, ich komme oben an. Wie kommst du oben an? Ganz. Oh, warte. Ganz. Auf geht's, Johannes. Ja. Genau 1987 Stufen ist die Treppe lang. Das sind ungefähr 2,5-mal so viele, wie das Ulmer Münster hat. Jetzt laufen wir bis ganz nach oben, dann ist das dein Warm-up und dann gehen wir runter und laufen das Ganze nochmal ohne diese ganzen Pausen. Verena, ich bin 34 Jahre alt. Ich mag Currywurst und Pommes. Ja. Es ist... Jung. Jung? Ja, gut, von mir aus. Schnell überzeugt. Jetzt einmal richtig? Ja, okay. Einmal richtig. 3, 2, 1, go. Mein Ziel am Anfang, dranbleiben und mein eigenes Tempo gehen.
Jetzt haut Verena langsam ab. Nach 500 Stufen ist sie weg. Zwischenzeit 3,5 Minuten. Noch bist gut dabei. Sowas nennt man wohl einen schweren Verlauf. 800. Nach knapp der Hälfte der Stufen bin ich endgültig abgehängt. 500 Stufen noch. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden. Weiter! Bis wo? Bis hier? Wo ist er denn? Bisschen anstrengend. Da oben sitzt Verena. Macht sich schon gemütlich. Komm, auf geht's. Jetzt kannst du nochmal Innsbruck an. Komm, komm bis hier oben. Ach. Bis durchs Zieltor. Auf geht's. Komm, 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 auf geht's. Komm, 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 noch ein paar Schritte. Paar Schritte. Komm weiter, 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 weiter. Komm. Super. Ach. Verbrennen die Oberschenkel, verbrennen die Waden irgendwann. Und du siehst Verena wirklich irgendwann nur noch so am Treppenhorizont verschwinden. Danke für den Lauf. Immer wieder gerne. In einem wirklich schrägen Gebäude werde ich heute übernachten. Hier sieht es noch gerade aus. Ja. Und dann fällt es wirklich ab. Immer weiter Richtung der Blau. Aber das Haus hat nicht nur eine Schiefe, es hat eigentlich zwei Schiefen. Das Guinness-Buch der Rekorde hat das bestätigt. Das schiefste Hotel der Welt steht in Ulm. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Sie sind Herr Zenglein? Ja, genau. Ja, super. Man steht genau. Ja schon an der Rezeption bei Ihnen so ein bisschen schief. Ja. Okay. Na gut. Halten Sie Ihren Koffer fest. Ja, ja, nee, ich habe extra hier zwischen den Füßen. Der ist mir schon einmal fast abgehauen. Okay. Ja, und eine Unterschrift bitte. Bitte schön. Dann habe ich ein WLAN-Passwort für Sie. Tatsächlich Dankeschön. Ist passiert. Ist nichts passiert. Also Sie haben Zimmer Nummer 2, unser Gewölbezimmer, im ersten Stock. Dankeschön. Zimmer Nummer 2 ist eine schräge Sache und irgendwie mysteriös. Oh, nicht direkt so. Oh, schön, dass man gegen den Fernseher gekracht und Randale gemacht. Das ist wie in so einem Traum. Wenn man so einen ganz wirren Traum hat, man wacht so auf und alles. Also eigentlich wollte ich sagen, das ist wie wenn man zu viel getrunken hat. So ist das auch. So, ich mache jetzt den Check. Wie schief ist dieses Zimmer wirklich? Test 1, Wasserflasche auf Boden. Okay. Test 2, Schreibtisch. Okay, bestanden. Nein, bestanden. Toilette. Was? Bitte? Die sieht doch gerade aus. Oh, bitte lass das Bett nicht schief sein, bitte. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich bin jetzt eine Stunde hier im Zimmer und mir ist wirklich so ein bisschen schummrig im Bauch. Aber das Bett ist gerade, also da lege ich mich jetzt rein und dann gute Nacht. . 1406 begann der Bau. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Haus immer schiefer. Erst eine Sanierung im Jahr 1994 hat das Kippen gestoppt. Ich habe gut geschlafen und ich habe mich ja gestern gefragt, ob mein Bett schief ist. Und dann habe ich das hier entdeckt. An meinem Bett ist tatsächlich eine Wasserwaage, was man halt so hat im Bett. Hier ist eigentlich eine Schiefe von 9 Grad und das macht nach unten circa die 2,50 Meter aus, wie der Überhang ist. Und das heißt, eine Schiefe ist die Schiefe? Genau. Und das Haus kommt jetzt auch in noch die Richtung, oder? Nein, zu uns fällt es auch noch mal leichter ab. Auch noch mal. Aber das ist die Hauptschiefe Richtung Blau.
weil ja das schon mal schief war, haben viele schlaue Schwaben gedacht, man muss das wieder gerade machen, haben natürlich dann Schutt und Erde in die Zimmer aufgefüllt, damit sie wieder einen geraden Boden haben. Und dadurch wurde es schwerer? Durch oder? Diese schwere Belastung ist es dann natürlich noch schiefer geworden. Der Südwesten ist manchmal ganz schön schräg. In Rottweil mache ich mich auf die Suche nach dem am höchsten gelegenen Arbeitsplatz im Südwesten. Im Aufzug Testturm der Firma TK Elevator. Der Fahrstuhl gibt schon mal Vollgas. 8 Meter in einer Sekunde. Stimmt doch, oder? Stimmt. Ja. Gut aufgepasst. Ja. 29 km/h. Zuerst geht es auf Deutschlands höchste Besucherplattform. Die ist wirklich sehr hoch. Wie stabil sind denn diese Scheiben? Das ist ja schon auch besonders, oder? Das ist Sicherheitsglas. Das ist Sicherheitsglas? Ja, hier kann nichts passieren. Hier sind Sie absolut sicher. Aber so ein bisschen... Geht Ihnen da nicht ein bisschen die Pumpe auf? Oder? Nein, überhaupt nicht mehr. Ich bin ja schon längere Zeit jetzt da. Man gewöhnt sich an die Höhe. Im Innern des Gebäudes werden Hochgeschwindigkeitsaufzüge getestet. Und neuerdings auch Aufzüge ohne Seile. Die Technik macht es sogar möglich, dass die Fahrstühle seitlich fahren. Ah, bitteschön. Hier sitzt du? Ja, das ist mein Arbeitsplatz, mein Büro. Dann hast du aber tatsächlich den höchsten Arbeitsplatz Baden-Württembergs, oder? Ich denke. Geht nicht höher. Ja, geht nicht höher. Bevor ich hier angefangen zu arbeiten, hatte ich Höhenangst. Das hatte ich schon als Kind und ich muss dir sagen, es hat 3-4 Monate gedauert, bis ich meinen Körper an die Höhe gewöhnt hat. Ja. Und dann war es für mich normal und jetzt kann ich alles machen. Beate Höhnler hat auch einen Testschacht für meine eigene Höhenangst. Zeit für eine Konfrontationstherapie. Ist das der Schacht? Das ist unser Transportschacht. Und da stehst du so lässig und sagst du, hier ist er? Okay. Ja, natürlich, ich bin es ja gewohnt. Mit diesem Schacht haben wir die Möglichkeit, unsere Maschine nach oben zu transportieren. Und wir befinden uns jetzt hier auf 226 Höhenmeter. Mhm. Und jetzt kannst du mal ganz vorsichtig einen Blick nach unten werfen. Man kriegt da sofort so feuchte Hände und so ein bisschen weiche Knie auch. Es ist wie so ein Sog auch, oder? Man guckt da runter, man hat das Gefühl, es zieht einen so ein bisschen. Ja, absolut. Gut, habe ich gesehen, würde mir reichen tatsächlich. Okay. Also, weil es war beeindruckend spektakulär, aber jetzt können wir die Tür auch wieder zumachen. Okay, ja, mache ich für dich. Vielen Dank. Das Thema Höhenangst. Super Idee für mich mit den super Bauwerken. Und in Bad Wildbad steht ein Bauwerk, das bestens dafür geeignet ist, Höhenangst zu bekommen oder abzutrainieren. Die Fußgängerhängebrücke Wildline, am höchsten Punkt 60 Meter hoch. Im Anmarsch professionelle Hilfe. Da sieht man ja auch die Brücke von hier schon ganz schön, oder? Genau, da sind schon die Leute drauf. Höhenangst ist dann, wenn dieser angeborene Respekt vor Tiefe durch Erfahrungslernen sozusagen sich zu einer Blockade entwickelt hat. Also so weit entwickelt hat, dass sie dich daran hindert, das zu tun, was du tun also willst. Genau, wenn er mich einschränkt. Wenn er dich einschränkt, tun, genau. Und dann muss ich dagegen genau, vorgehen. Genau, okay. Genau. Und das kann man überwinden. Ja? Also da kann man rauskommen. Heike Tarun macht Gruppen- und Einzelcoachings. Heute konzentriert sie sich ganz auf mich, auch wenn ich eigentlich kein besonders großer Problemfall bin, oder? Wir gehen jetzt erstmal ein Stück auf die Brücke drauf. Du behältst dich im Blick. Ich behalte mich im Blick, jawohl. Deine Warnsignale. Ja. Dann guckst mal, wann so die Warnstufe 1 kommt. Die wackelt ja auch so ein bisschen. Ja, wie geht's dir? Mir geht es eigentlich noch ganz gut. Ich finde es ein bisschen doof, dass sie wackelt. Okay. Oh, jetzt können wir schon, glaube ich, auf den Ort gucken. Wir gehen nochmal so. Jetzt passiert gerade das absolut Typische. Okay. Und zwar, ich bekomme schwitzige Hände. Okay. Mir geht es gut. Aha. Ich habe keine Angst.
Aber irgendwie macht das mein Körper automatisch. Alles klar. Okay, wir machen noch mal 2, 3 Schritte und dann gehen wir zurück. Taktik Nummer 1, Atemübungen. Also kurz ein und lang aus. Da fahren aber so richtig alle Systeme fahren da runter jetzt. Genau. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Gut. Ich fühle mich sicher. Okay. Weißt du, was ich gerade an mir merke? Dass es total hoch ist und trotzdem habe ich das Bedürfnis, runter zu gucken. Dann mach das mal. Guck mal runter. Oh, krass. Wie geht's dir beim Runtergucken? Ja, das nicht mehr. Dann passiert was tatsächlich. Genau. Ich habe die ganze Zeit jetzt dich angeschaut und deine Bewegung. Okay, genau. Ja. Das ist die Blicksteuerung. Das heißt, ja, dass du zumindest mal am Anfang, damit wir wirklich dass wir das hinbekommen, dass du mit der Brücke ein gutes Gefühl verbindest. Mhm. Ja, auch wenn die so ein bisschen wackelt. Die wackelt fies. Genau. Am Anfang den Blick oben halten auf meinem Rücken. Ja? Weitere Taktiken also. Links, zählen und der Vorderfrau auf den Rücken links, schauen. Rechts. Es kann sein, dass man irgendwann durcheinander kommt, aber das ist wurscht. Oh, links, rechts. Also es ist wirklich links, super hoch. Rechts, links, rechts. Die Gedanken bleiben beim Tun, Johannes. Ja, reinläufst in irgendwas. Heike Tarun hatte früher übrigens auch Höhenangst. Doch das ist vorbei. Ich merke ja die Symptome an mir. Die sind vielleicht nicht groß, aber sie sind klein da. Macht es dir denn gar nichts aus, hier zu stehen? Ist das wirklich so, dass du komplett... Also im Moment macht mir das gar nichts aus. Okay. Hat sich was verändert? Zum Anfang. Ja. Was mir total hilft, ist, wenn ich mich ganz klar an diese Taktiken halte, also an das Zählen, das hilft mir, und auf den Vordermann schauen. Wenn ich alleine bin, muss ich noch ein bisschen gucken, also wo ist mein Punkt. Was ich vermieden habe, ist der Blick nach unten. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, aber da vorne? Liebe Heike, vielen, vielen Dank. Bitte schön. Das war total spannend. Auch wenn die Symptome bei mir vielleicht nur so ein bisschen waren, aber diese Taktiken, das funktioniert schon. Ich glaube, ich werde mir das mal mitnehmen, wenn ich in eine Situation komme, in der es stärker durchkommt, dass ich es mal ausprobiere. Ja, mach das. Ja. Den spektakulären Ausblick einfach genießen. Ziel erreicht. Deutschlands ältestes privates Wohnhaus, das Haus Korbisch an der Mosel. Hier hat früher ein Korbischow gewohnt. Das ist ja auch nicht angenehm, oder? Mit der Bahn da oben. Also ich sage immer, der Zug fährt durch Schlafzimmer. Kann man gewöhnt man sich daran oder die Leute haben sich schon. Das Haus Korbisch ist tatsächlich das älteste Haus in Deutschland. Also wenn ich ganz ehrlich bin, tatsächlich nicht. Ach so. Aber ich sag immer, was sich immer in Privatbesitz befunden hat. Damit kann ich leben, klingt auch gut. Ja. Das ist es, oder? Das ist es, jawohl. Es sieht so ein bisschen aus wie Kirche. Ja, genau, es erinnert mich eher an Gotteshaus. Ja, aber es war immer ein Wohnhaus gewesen. Sie kommen als historischer Stadtführer immer hier vorbei und machen Halt. Genau. Ja, das ist also das Wichtigste, aber nicht das schönste Haus. Seit mindestens 800 Jahren wird hier gewohnt, vermutlich sogar seit mehr als 1000 Jahren. Hallo, Johannes Zenglein, SWR, guten Tag. Ja, Peter Willix. Herr Willix, Wolfgang meinte, wir haben eine Chance, bei Ihnen mal reinzuschauen. Hallo, aber sicher, kommt rein. Ja. Wolfgang, bitte vor dir. Danke. Das ist der Korbisch, so wie es jetzt dasteht und wie Sie es ja wahrscheinlich von außen schon mal fotografiert haben, ist es etwa kurz nach 1200 umgebaut worden, beziehungsweise aufgestockt worden. Aber der untere Teil, in dem wir uns jetzt hier auch befinden, der muss so zwischen 930 und 950 gebaut worden sein. Das ist vermutlich der Rest des ursprünglichen Bodens. Während die Platten, auf denen Sie jetzt knien, die sind hier im 19. Jahrhundert reingekommen. Also Ende des 19. Jahrhunderts ist das Haus mal gründlich saniert worden. Willigs Eltern haben das denkmalgeschützte Haus in den 1980er Jahren gekauft. Überall die Zeichen der Zeit. Das ist angeblich eine Lärche, ein Lärchenstamm, der um 1190 gefällt worden ist. Und an diesen Metallklammern, die man da sieht, da hängt oben der Dachstuhl dran. Und man sieht hier zum Teil auch an den Balken, manche, beispielsweise der hier oder auch der dahinter,
die sind noch mit Beilen bearbeitet worden, während einige andere sind, da sieht man halt, die sind schon durch richtige Sägemaschinen gelaufen. Als meine Eltern das Haus gekauft haben, die eine Hälfte ihrer Freunde hat gesagt, toll, die andere hat gesagt, ihr seid komplett verrückt, euch sowas ans Bein zu binden. Und Sie sind im Team wunderbar. Ja, ja, wie gesagt, das macht mir hier Spaß. Und es ist halt auch wirklich, ich meine, ich kenne es ja jetzt auch schon seit vielen Jahren oder seit Jahrzehnten. Wir waren ja auch zu Besuch bei der Vorbesitzerin. Irgendwann fällt das gar nicht mehr auf. Das ist wie mit der Bahn. Die Bahn hören Sie irgendwann nicht mehr. Das Haus Korbisch, ein jahrhundertealter Schatz im Südwesten. Durch Karlsruhe führt ein Superbauwerk, das nur die wenigsten von innen kennen. Der Landgraben ist Deutschlands größter Abwasserkanal. Die Eingänge in die legendäre Kanalisation liegen mitten in der Stadt. Expedition in eine unheimliche Unterwelt. Ich habe gedacht, es wird viel stärker stinken. Es geht ja. Das Gehirn blendet den Geruch dann wieder Zeit aus. Also der Geruch ist immer noch da, ja. Es stinkt immer noch, aber wir nehmen es dann nicht mehr wahr. Das Gehirn blendet den Geruch aus. Genau. Das erinnert mich an meine Studentenzeit. Da gab es auch diverse WG-Küchen. Alles Wasser, was hier im Prinzip über die Waschmaschine, über die Toilette, Spülmaschine oder sonst wie abläuft, kommt hier komplett alles an, ungefiltert. Im Spätmittelalter war der Landgraben noch ein offener Entwässerungsbach. Stück für Stück wurde er ab 1815 überdacht. Warum ändert sich denn in regelmäßigen Abständen die Bauweise? Hier ist es wieder ganz anders als 50 Meter weiter. Die Bauabschnitte wurden alle einzeln erstellt und zum Teil auch dann von den einzelnen Eigentümern von angrenzenden Grundstücken. Und jeder hat es dann ein bisschen anders gebaut. So. Was ist das denn hinter uns? Weil man sieht, also es sieht älter aus, weil hier vorne sitzt es ja auf. Was soll das denn sein? Was war das? Das war die alte Eisenbahnbrücke hier. Ach so. Früher lief hier die Eisenbahn durch. Bedeutet, diese Eisenbahnbrücke sieht man oberirdisch nicht mehr? Genau, oben sieht man nichts mehr von der Eisenbahn, aber unten ist die Brücke noch zu sehen. Dann ist dieser Landgraben wie ein historisches Archiv der Stadt. Genau. Karlsruhe wurde oberirdisch als perfekt symmetrische Stadt geplant. Hätte es nicht damals schon den Landgraben gegeben? In Karlsruhe ist es halt besonders witzig, weil es ja so eine Planstadt ist, ja, und weil die Symmetrien und Achsen so wichtig sind. Und dann finde ich es eben schon witzig und auch interessant, wie man damit umgegangen ist. Ja. Also, dass es gebrochen werden musste, weil es nicht anders ging. Und dann hat man aber eben irgendwie eine zusätzliche Achse gemacht. Stehen wir denn jetzt hier direkt auf dem Landgraben? Noch ein Stückchen darüber und dann müssen wir draufstehen. Aha. Also hier oder was? Ja, so hier. Hier in dem Bereich müssen wir auf dem Landgraben ist ja auch draufstehen. Breit. Wenn wir jetzt hier das Pflaster rausnehmen, dann müssen wir schon das Gewölbe sehen. Wie tief geht's denn runter? Müsste eigentlich wirklich unmittelbar schon unter dem Pflaster dann eigentlich das Gewölbe da sein. Also so 2-3 Meter? Ich habe keine Vorstellung. Nee. Ein Meter ist man drin. Ist weniger. Also wenn man hier 1 Meter tief bohrt, ist man schon drin, oder? Dann ist man schon im Prinzip durch den Scheitel durch und im Landgraben drin, ja. Ein Abwasserkanal, widerspenstig gegen alle Ideen der Stadtplaner. Selbst die Form des Rathauses hat er vorgegeben. Das heißt, wenn es sich die Stadtplaner hätten aussuchen dürfen, dann wäre im Grunde diese Hauswand hier auch am Rathaus einfach so weitergeführt worden. Genau, also im rechten Winkel zur Achse, zur Via Triumphalis, hätte man natürlich diese Straße dann hier so fortgesetzt, wenn eben nicht der Landgraben hier die Flucht schon vorgegeben hätte, sodass halt sogar das Rathaus kein rechtwinkliges Gebäude geworden ist, sondern einen Knick hat. Das ist total spannend. Dieser Landgraben ist älter als Karlsruhe selbst und bestimmt das Stadtbild mit. Also man musste sich ja nach ihm richten irgendwo. Er hat den Takt vorgegeben. Ein Abwasserkanal als Taktgeber der Stadtentwicklung. Ein echtes Superbauwerk im Südwesten. Und irgendwie auch schräg. Das war's für heute bei Zänglein 10. Vielen Dank fürs Dabeisein. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe bis dahin. Tschüss.